Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem ersten Reaction-Video hier auf YouTube von Seven vs. Wild Folge 1 der vierten Staffel. Crash. Meiner ersten Reaction. Ich habe lange überlegt, ob ich mitmachen soll. Dachte mir dann so, hey, mir schreiben Leute, wie ich das aus der Sicht eines Erfahrungsexperten für Konsumkompetenz sehe. Da geht es ja ganz viel um Emotionen. Und tatsächlich habe ich bisher jede Folge gesehen. Wir bewerten in den einzelnen Folgen natürlich nur das, was wir sehen. Ich habe mich auch absichtlich dazu entschieden, das nicht im Livestream zu machen, sondern als Video. Auch wenn hier viele Sachen, viele Fehler, die werden wir sehen, viele Fehler werden wir sehen, passieren, heißt es nicht, dass wir uns auf eine der Seiten schlagen müssen. Und trotzdem, ganz wichtig, wenn ihr irgendwo in eurem Umfeld, an eurem Arbeitsplatz, in eurer Schule oder auch innerhalb der eigenen Familie Mobbing seht, dann ist das vollkommen in Ordnung und vollkommen richtig, da einzuschreiten, damit das Ganze nicht Auswüchse nimmt, wie wir sich hier in den nächsten Folgen vielleicht sehen werden. So, jetzt gehen wir aber rein. Seven vs. Wild ist holy. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne irgendwelchen Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, ich mach mal ein bisschen leiser, dann das. Ohne Flüssigkeit gehst du kaputt. Ich wusste, dass das kommt. Da ist auf jeden Fall Salz drin. Ja, hundertprozentig. Das ist nicht trinkbar, kannst du knicken. Und dabei kann Trinken doch so einfach sein. So. Seven Wild Plastic oder Ter. Wir gehen mal weiter. Da kommt das Flugzeug. Triebwerk im Arsch. Animation ist ganz nice, ne? Seven vs. Wild. Trash. Ja, den Witz werde ich jetzt öfter bringen. Weil es einfach so gut passt. Geiler Opener schon mal. Schöne Aufnahme. Digga, sieht jetzt kalt aus. Gitter. Winter, okay. Tschüss. Wetterbedingungen 1 Grad. Und da ist das Wrack. Also nicht Fritz, sondern das Flugzeug, ne? Ist klar. Episch, episch. Das fand ich bei Panama auch so geil, wie sie da alle durch dieses Hangar-Tor gelaufen sind. Das war schon sehr, sehr geil. Schade, dass man das diesmal nicht so genau sieht. Ja. Ah, Leute, das ist so viel Adrenalin in meinem Körper. Ah, die haben alle Brillen auf, ne? Damit sie natürlich nicht von oben sehen, wo sie ausgesetzt werden. Man sieht gar nichts. Ja. Danke, Joey. Ganz schön kalt, Leute. Es ist echt kalt. Boah, wenn wir jetzt crashen und wir sehen nichts, ist das voll der Scheißdruck. Hugo, auf damit! Seven vs. Wild Crash. Wenn wir jetzt crashen. Scheiße, Alter.
Was machen wir hier? Body, ey. Ja. Naja, wir drehen halt ein neues YouTube-Video, Leute. Ja. Oder ein paar mehr. Wild ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, an Jagdpraktiken. Ja, weiß ich gar nicht, ob die das versuchen. Könnt ihr ja direkt mal in den Chat schreiben, was ihr machen würdet. Würdet ihr jagen? Würdet ihr nicht jagen? Wir hatten letztens bei Alex Ruthless Cat im Chat eine kleine Diskussion. Da waren die Leute verschiedener Meinung. Schreibt gerne mal rein. Würdet ihr jagen, wenn ihr wüsstet, dass ihr maximal 14 Tage ausgesetzt seid, auch bei diesen Temperaturen um den Gefrierpunkt? Da unten steht schon voll das Empfangskomitee, ne? Waren da gerade mehrere Leute? Jetzt steht nur noch Fritz da. Da stehen noch 5 Leute oder so. Okay, die Location habt ihr alle schon gesehen. Wenn ihr euch ein bisschen mit Seven vs. Wild beschäftigt, wir haben hier das Plateau. Ich hoffe, ihr könnt meine Maus sehen. Wir haben hier einen Hang hoch zum Wald. Am rechten Bildesrand geht es auch hoch zum Wald. Unterhalb der Hubschrauber geht es einen Hang runter. Dort ist halt der Fluss. Genau. Und hier das Flugzeug, falls ihr es seht, direkt auf dem Plateau. Mir geht die Pumpe. Ich bin so gespannt, wo wir jetzt gleich hier sind. Oha, Junge, Gänsehaut gerade. Hey, Uwe, siehst du schon was? Ich geh grad raus, Digga. Ich geh grad raus. Digga. Ich seh gar nichts, Digga. Okay, Uwe, der Erste, der die Hubschrauber verlässt. Ach, was. Oh, der Flugzeug abgestürzt da vorne. Geil, Alter. Guck, alle freuen sich noch total so. Die Euphorie am Start. Fritz freut sich. Guck ihn dir an, da ist der gute Fritz. Da steht er stramm und gerade, Alter. Ach du Scheiße. Hier ist Schnee? Was hast du gedacht, ey? Herzlich willkommen bei Seven Rose White Staffel 4. Obwohl, die hatten ja so eine Range, ne? Es kann von Minusgraden bis zu Plusgraden gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt auch nochmal sehen. Julia hat Angst. Ihr seht, ihr befindet euch aktuell in Neuseeland. Wir haben uns diesmal etwas anderes überlegt. Ein Szenario, ein Flugzeugabsturz. Vom Szenario her seid ihr als Gruppe hier ausgesetzt und abgestürzt. Ganz wichtig, das heißt nicht, dass ihr irgendwie zusammenbleiben müsst. Das ist alles eure freie Entscheidung. Ihr könnt als Gruppe zusammenbleiben, ihr könnt euch teilen, ihr könnt wieder zusammenfinden, kleine Grüppchen machen. Das ist keine Sache, wo wir euch irgendwie reinreden wollen. Es sind harte Bedingungen, so viel kann ich sagen. Aber denkt bitte bei jedem Schritt, den ihr geht, daran, dass ihr Eigenverantwortung übernimmt. Und wenn ihr als Gruppe zusammen seid, guckt natürlich auch ein bisschen auf euren Nebenmann oder die Nebenfrau. Ja, okay, das ist schon mal spannend. Also man muss nicht als Team dadurch.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat Joe Vogel auch gesagt, dass er lieber auf eigene Sache losziehen will. Und besonders, wenn es zu Problemen kommt. Ja, ich bin gespannt. Also ich weiß es, aber wir sind jetzt gespannt. Dürfen wir mit dem Flugzeug arbeiten? Ihr könnt mit allem arbeiten, was ihr habt und was ihr eventuell findet. Wie weit darf man weggehen? Ich mache einmal kurz durch und dann kommen wir kurz zu einer Fragerunde, weil ich denke, viele Sachen klären sich. Aber was ist hier überhaupt los? Zum ersten Mal werde ich in dieser Staffel nicht mit ausgesetzt, sondern übernehme die Rolle des Herausforderers. In meiner neuen Funktion habe ich mit meinem Team das Szenario eines Flugzeugabsturzes entworfen. Die 7 Teilnehmer der Staffel 4 werden hier in den Bergen von Neuseeland als Gruppe ausgesetzt und müssen 14 Tage ums Überleben kämpfen. Dabei ist es ihnen freigestellt, ob sie die Zeit gemeinsam, in kleinen Gruppen oder allein bestreiten. Anders. Ich denke, es macht natürlich am meisten Sinn, in der Gruppe zu bleiben, weil du dort die besten Möglichkeiten oder mehr, viel mehr Möglichkeiten hast, Aufgaben zu verteilen, auf gleichmäßig auf alle Schultern. Manche können erkunden gehen, manche können jagen, manche können bauen, manche können sich ums Feuer kümmern, so eine Sache, ne? Als in allen anderen Staffeln haben die Teilnehmer im Vorfeld als einzige Information eine zu erwartende Temperaturspanne erhalten und durften sich dementsprechend kleiden. Minus 20 bis plus 30 ist aber auch vage, ne? Sie kennen weder die Umgebung noch die Gegebenheiten, haben keine Gegenstände und wissen auch nicht, dass sie zusammen ausgesetzt werden. Das Flugzeugwrack sowie alles darin Befindliche darf genutzt werden. Mittels Funksprüchen auf Kassetten und einem toten Briefkasten gebe ich unregelmäßig Hinweise auf Fundorte von verstreuten Gepäckstücken im Gelände. Diese sind optional, können aber hilfreiche Gegenstände beinhalten. Jeder Teilnehmer hat für den Notfall ein Medikit und einen GPS-Tracker. Täglich wird mit letzterem ein Code Green geschickt, der bestätigt, dass der Teilnehmer noch am Leben ist. Ein Code Yellow steht für einen Abbruch, ein Code Red für einen lebensbedrohlichen Notfall. Also wie in den letzten Folgen auch. Wer es bis zur Evakuierung schafft, ist Überlebender. Der Staffel 4 von Seven vs. Wild. Dun, 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 dun. Fragen? Wie weit kann man weggehen? Also hier jetzt? Ihr könnt euch austoben. Ihr könnt euch am Fluss bewegen, wie ihr wollt, in die Richtung bewegen, wie ihr wollt. Ihr könnt in die Wälder rein, in die Canyons, in die Wälder. Wir haben versucht, eine Location zu finden und das ist einmalig bisher, die sehr, sehr viele Möglichkeiten bringt, was den Platz angeht. Okay. Das Einzige, was wir jetzt nicht gezeigt haben, was wir auch nicht durften, die durften, glaube ich, nicht auf die andere Seite vom Fluss, um dort ein Lager aufzuschlagen oder einen Platz der Gruppe zu errichten. Ja, wahrscheinlich, weil, weiß ich nicht. Also das war, ich glaube, im Behind the Scenes haben sie das gesagt. Oder vielleicht sagen sie es auch gleich hier noch. Okay, ich will euch so wenig Zeit wie möglich rauben. Deswegen, aber wenn ihr Fragen habt, fragt. Nee, geh weg. Ansonsten geh weg, Junge. Möchte ich noch eine letzte Sache sagen. Alle Leute, die hier stehen, wurden nicht einfach so random zusammengewürfelt, sondern wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, wen wir bei dieser vierten Staffel dabei haben wollen. Wir wollen natürlich eine bunte Mischung haben. Wir sind super froh, dass ihr alle zugesagt habt, dass ihr hier seid. Wir freuen uns darüber. Überschätzt euch nicht. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann könnt ihr nicht mehr. Das ist so. Ich wünsche euch super viel Spaß. Egal was es ist, ich bin jetzt schon stolz auf euch. Ich finde es geil, dass ihr hier seid. Ich bin ultra hyped. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich hoffe, euch vielleicht auch. Und würde ich sagen, lasst das hin. Niemand hier wurde zufällig ausgesucht. Wer ist die Produktionsfirma hinter dem Ganzen? Die machen das ja nicht mehr selbst, ne? Szenario beginnen. Danke dir. Viel Spaß, vielleicht wird das die Erfahrung eures Lebens. Ja, ich glaube auch, Alter. Vielleicht eine gute, vielleicht eine schlechte. Ja. Hey, Sabrina erinnert mich, heißt sie Sabrina? Ich glaube, Sabrina heißt sie, ne? Erinnert mich absolut krass an eine Freundin von uns, Mama Ganja. Ja, Mann. Danke. Beste draus. Ich kenn's Gott, ey. Scheiß Idiot. Schau, an für die Hand. Geil.
Oh, ich Boah, krass. Glaub mir, ist auch für mich krass. Ich würde sagen, wir sind ready. Wir steigen in die Helis. Und ich hoffe, dass wir heute Abend von euch alle einen Code Green kriegen und morgen früh. Ja, ja, safe. Bis in 2 Wochen, Frau Chef. Gerne. Okay. Also, was sind jetzt die wichtigsten Sachen? Ne? Fritz grinst, Fritz geht. Gleich sind die dort allein. Naja, was wäre jetzt das strategisch Intelligenteste, um klarzukommen für den Anfang? Es ist sehr kalt. Das heißt, auf jeden Fall ein Unterschlupf. Vielleicht, also anscheinend sind es ja um den Gefrierpunkt. Das heißt, mir wäre ein Feuer am ersten Tag wichtig. Ja, und vielleicht ein bisschen Windschutz. Das Flugzeug auf jeden Fall erkunden. Würde ich da drin pennen? Weiß ich gar nicht. Zu 7. Metall ist ja auch kalt, ne? Schauen wir mal weiter erstmal. Let's go. Okay. Also eins ist klar, Essen ist am ersten Tag überhaupt noch nicht wichtig. Und das ist klar. Los. Okay, wollen wir mal ganz kurz die Kilogramme erstmal. Lea! So schön, dass ihr alle wieder hier sind. Auch Sandra, mein Schatz. Ja, komm her. Kriegst deine. Du willst nur, dass ihr warm wird. Digga, ich bin für die Gruppengemeinschaft da. Mehr kann ich nicht. Leute, wir rocken das 14 Tage. Ja. Digga, hier geht keiner raus. Haben wir Sandra einfach Knossi mit genauso einer Ansprache. Fast. Haben wir ein Siegesschrei oder so? Ein Motivationsbuch? Hast du was am Start? Go! Kommen wir zu den diesjährigen Teilnehmern. Was haben die gerufen? Joey Kelly, der Zuschauerliebling der letzten Staffel, kehrt zurück. Im vergangenen Jahr unverschuldet ausgeschieden, ist er bereit, sich der Herausforderung erneut zu stellen. Als Extremsport-Ikone hat er schon die härtesten Strapazen durchlebt und nie etwas abgebrochen. Mit seiner Erfahrung weiß er genau, wie man sich und andere mental stärkt. Wird er. Weiß ich nicht, wenn man sich anguckt, wie er mit Jan gesprochen hat. Würde ich das mal in Frage stellen. Alleine losziehen oder die Gruppe zusammen. Also nur das Motivationsding, dass der Erfahrung hat, ne? Dass er Krasses geleistet hat, das ist unbestritten. Deiner Kelly Family machen. Let's Hugo. Er ist der Rising Star im Streaming-Universum. Als Minecraft-Enthusiast und Meme-Legende hat er das Herz der Online-Welt im Sturm erobert. Er bringt zwar keine Survival- und Outdoor-Skills mit, stattdessen aber jede Menge Gaming-Erfahrung und Entertainment. Wird der Seven vs. Wild im Single- oder im Multiplayer-Modus durchspielen? Ich glaube, für Hugo wäre es sehr, sehr schlau, bei der Gruppe zu bleiben. Flying Uwe, das Energiepaket aus Hamburg. Bekannt für seine freche Schnauze und sein stetiges Grinsen, bringt er nicht nur Muskeln, sondern auch Charme in die Gruppe. Er kam von ganz unten und hat sich allein durch seine vielen unternehmerischen Leistungen und der Affinität zum Kampfsport einen Namen gemacht. Nun ist er bereit, seine physische und mentale Stärke bei Seven vs. Wild unter Beweis zu stellen. Hat er das Zeug zum Survival-CEO? Gute Frage. Ich halte von Uwe ziemlich viel. Er ist Unternehmer, das heißt, er weiß, wie man Arbeitskräfte führt. Er muss ja Führungskraft haben. Dafür hat er weniger Outdoor-Erfahrung, aber er ist Kampfsportler, das heißt, er ruht in sich, hat eh immer eine ziemlich ruhige Art, finde ich. Hat Street Credibility, das kann immer, ist immer was Gutes. Frag mich. von Uwe verspreche ich mir viel. Selfie Sandra. Mit ihrem unverwechselbaren Humor,
Und einer Lache, die man nicht überhören kann, wird sie sofort zum Mittelpunkt jeder Runde. Die direkte und empathische Powerfrau hat sich mit ihrem erfolgreichen Podcast Dick und Doof an die Spitze der Charts gekichert. Ihr Macht sie den Podcast? Ich habe nicht geguckt und ich muss die Vorlage eigentlich nutzen. So. Dick und Doof, ist sie da allein oder ist da noch jemand mit bei? Bewegungsmittel ist der E-Roller und die rechte Hand fest verwachsen mit dem Tabakerhitzer. Wie schlägt sie sich ohne urbanen Luxus? Okay, also halten wir kurz fest. Sandra ist einfach weiblicher Hugo. Ne? Kein Plan von Autor. Dafür für den Entertainment-Faktor wahrscheinlich da. Und eine Art wie Mama Ganja, also im ersten Moment schon ziemlich sympathisch. Ist für die Stimmung da, ne? Julia Beautics. Als Social-Media-Gigantin, Schauspielerin, Podcasterin und Gesangstalent ist sie eine wahre Entertainment-Koryphäe. Mit Lifestyle-Content und Challenges zaubert sie ihren Fans seit nun 11 Jahren ein Lächeln ins Gesicht. Sie gehört fest zum deutschen YouTube-Inventar und ist Hauptdarstellerin in mehreren Fernsehserien. Doch wird sie auch in der Wildnis ihre Rolle finden? Muss ich gestehen, kannte ich vor Seven vs. Wild überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich habe sie mal bei... Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe sie mal bei Rezo gesehen. Kann es sein? Joe Vogel, Jäger, Angler, Journalist, Abenteurer. Kritiker, in erster Linie YouTube-Kritiker. Von den Zuschauern lange gewünscht und regelrecht gefordert, ist es endlich soweit. Der studierte Biologe, Buchautor und vor allem Survival-Experte leitete über 20 Jahre Überlebenskurse. Weltweite Expeditionen unter extremen Bedingungen formten Körper und Geist. In seiner Videoserie Alles falsch kritisierte er jahrelang die Ex-Teilnehmer von Seven vs. Das meinte ich gerade mit YouTube-Kritiker. Wird mit ihm jetzt alles richtig? Also, wenn er es hinkriegt, diese Attitüde, die er in den Videos an den Tag legt, abzulegen, für ein intaktes Gruppengefüge, dann vielleicht. Stefan Hinkelmann, aka Survival Deutschland. Wir fangen da an, wo andere aufhören. Dieses Motto trägt der Ex-Elite-Soldat, Berg- und Profisportler stolz auf der Brust. Auch wenn er einen Körperfettanteil von unter 5% hat, dürfte das Thema Wärme für den Weltrekordhalter im Feuerbohren kein Problem darstellen. Seit über 10 Jahren teilt er unzählige Survival-Techniken mit seiner Community auf YouTube. Wird Survival Deutschland jetzt auch Survival Neuseeland? Also einen Soldaten dabei zu haben, kann nie schlecht sein. Könnte kommunikativ ein bisschen schwierig werden. Ich kannte Stefan vorher nicht. Aber er macht mir einen super sympathischen Eindruck. Extremsportler, Survival-Experte, also Elite-Soldat war er, glaube ich, ne? Und Outdoor-YouTuber kann eigentlich nur gut sein. Boah, Alter, das fällt mir gerade so schwer. Ne? Ich bin privat ja schon in Folge bla bla bla, Alter. Viel, viel weiter. Eieieiei. Okay, können wir jetzt anfangen? Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit. Okay, hier ist ein Flugzeug. Wieso? 14 Tage. Digga, es ist sehr viel Schrott und das wird schwierig. Ah, wie geil ist das denn? Guck mal, was ich gefunden habe. Ohrstöpsel, Digga. Schlafen. Oh mein Gott, ist das dumm. Okay, erster Loot ist da. Ohrstöpsel. Hier sehr viele Glasscheiben. Gurt, auch geil. Kanister.
Aua. Rettungsweste. Oh, 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 oh. Nicht in die Glas machen, Hugo. Alter. Bruder, du bist auch so dumm. Guck mal hier. Wir haben Kanister. Und? Digga, ich glaube, da ist Essen drin. Ey, Leute. Ja? Wir haben Medikit-Stuff, was du öffnen darfst, ohne rauszufliegen. Medikits. Wir müssen uns erstmal um Schlafen kümmern. Wir haben keinen Schlafsäcke. Ja, Digga, dass wir keine Schlafsäcke haben, ist crazy. Wir haben nichts zum drunterlegen. Guck mal hier, sind die ganzen Taktik. Okay. Oh, was ist das? Tactical Lights. Oben steht Sonnenmilch, habe ich, glaube ich, gerade verpasst. Aber Sandra sagt gerade, wir müssen uns erstmal ums Schlafen kümmern. Wir haben keine Schlafsäcke. Also es sieht da super kalt aus, ne? Ich weiß nicht, wie die Wetterbedingungen vorhergesagt sind, aber ich glaube, bei der Kälte würde ich mich als erstes relativ rasch um Feuer kümmern. Und ich würde mich aufteilen, ehrlich gesagt. Ich würde 2 Leute das Flugzeug durchsuchen lassen, vielleicht 3 Leute das Flugzeug durchsuchen lassen. Die können da eh nicht alle rein. Das ist ein ziemlich kleines Flugzeug. Ich würde jemanden zum Erkunden schicken. Und dann haben wir erstmal ein grobes Bild, ne? Von der Lage. Taktisches Licht da? Geil, Mann. Was ist das hier? Taktisches Licht. Tactical Light. Knicklichter, ne? Das war mir so klar. Ich wusste, wenn wir hier hinkommen, das ist richtig so loot-technisch, so richtig Battle Royale-Style hier. Ah, sehr geil. Was ist da drin? Ich weiß nicht, was drin ist. Boah, damit kannst du Rett hier so Shelter-mäßig was bauen oder so. Okay. War das eine Rettungsdecke, Leute? Wenn es eine Rettungsdecke war, dann hast du auf jeden Fall, wie Uwe schon sagt, kannst du ein Shelter bauen. Stefan geht hoch. Geile Perspektive. Und so möge es beginnen! Ha! Naja, jetzt beginnt's. Okay, 1, 2, 3 Leute am Flugzeug, wie ich sag. Uwe ist links und steht da rum. Also sieht jedenfalls aus, als wenn er rumsteht. Wahrscheinlich sind die alle noch geflasht einfach. Würde mich interessieren, ob es einen Plan gab am Anfang. Und natürlich sind das auch alles Content Creator. Natürlich fangen die jetzt erstmal den Shot ein, wie die Hubschrauber einen Abflug machen. Ne? Sieht geil aus. Schöne Aufnahmen. Tag 1, 1 Grad frostig. 14.36 Uhr ist es. Ja, coole Grafiken, wie immer. Knicklichter, Sonnenmilch, Konservensplint. Das würde ich gerne noch mal kurz sehen. Also Wasserkanister ist schon mal gut. Kann man bestimmt alles gebrauchen. Die Ohrstöpsel wahrscheinlich am wenigsten. Obwohl, die brennen vielleicht so, gut. Aber jetzt tatsächlich, bevor wir jetzt anfangen, Selfies zu machen und so weiter und so fort, wir haben echt viel zu tun jetzt für heute Abend. Wir haben keine Schlafsäcke. Ja. Es wird super, super heikel. 4 Stunden bis Sonnenuntergang. Ja, würde ich auch sagen, dass viel zu tun ist. Gott, und ja, wir können mal im Flugzeug noch schauen, aber da dürften keine Schlafsäcke drin sein. Höchstens hinten irgendwo in der... Ha? Ich habe eine Frage. Würdest du sagen, es macht Sinn, wenn wir uns heute Nacht alle ins Flugzeug setzen?
Das ist ja komplett offen, das hilft nichts. Also eine Wärmedecke habe ich schon mal gefunden. Ja, ja. Wir haben Sachen, um das alles abzudecken, so theoretisch. Ja, aber das ist jetzt was sonderlich hilft, will ich nicht sagen. Wollen wir das nicht einmal so? Das merken wir uns mal. Flugzeug abdecken würde vielleicht nicht sonderlich helfen, laut Joe. Machen, dass wir echt jeden Winkel einmal hier absuchen, auch von den Flügeln, die da rumlaufen. Vielleicht liegt da was drunter. Guck mal, da liegt ja schon eine Matte. Leute, wollen wir alles, was wir finden, hier reintun? Ja. Hier in den Mittelbereich? Okay. Relativ einfach. Wir brauchen unbedingt heute Feuer. Gar keine Frage. Feuer. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal für heute Nacht, würde ich sagen, einen Schutzbereich ums Flugzeug schaffen. Die Flügel so anstellen, dass wir einen Windschutz machen, weil hier ist komplett exponiert. Schauen wir mal, wie schwer die sind. Okay, also das Flugzeug ist jetzt unausgesprochenerweise anscheinend, wir sehen ja auch nicht alles, the place to be. Macht Sinn, da wurden Sachen gefunden und ich meine, wir sind ja auch nur Tiere, ne? Wenn ich sehe, oh, da ist was, da habe ich was gefunden, da bleibe ich. Das verstehe ich. Aber was ich gerade nicht verstehe, ist, vielleicht kommt es noch. Will keiner erkunden gehen. Vielleicht gibt es ja einen geileren Platz. Die dürften um die 100 Kilo wiegen oder vielleicht ein bisschen mehr, dass wir die Flügel so anstellen, dass wir in der Mitte einen Schutzraum haben. Und dann müssen wir da Feuer machen. Das heißt, jemand schaut sich mal das Flugzeug an. Ja. Wir beide versuchen mal die Flügel zu bewegen. Mhm. Zusammen mit Joy. Okay. Und das wär mal das Erste. Dann haben wir hier so ein bisschen einen Schutzraum geschaffen. Wir sind hier mitten im Kanal drin. Also das ist super kacke, ehrlich gesagt. Das erkennt er schon. Klar, ist der Survival-Experte. Der sieht es schon. Die sind auch unten, ne? Sind im Schatten. Wenn man sich die andere Seite des Hangs anguckt, da ist überhaupt gar kein Frost. Die stehen komplett im Frost. Wahrscheinlich kommt da weniger Sonne hin. Ja, die Flügel als Windschutz zu nehmen. Da hinten ist eine kleine Baumgruppe, die könnte man ebenso als Windschutz nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, ehrlich gesagt. Weiß ich noch nicht. Ich bin gespannt, was der Erkundungstrupp sagt. Auch für die nächsten Tage müssen wir schauen, ob wir hier überhaupt bleiben. Und dann, wer Zeit hat, holt kleines Holz, kleines Material einfach mal her, transportieren. Ob wir und wie wir Feuer hinbekommen, sehen wir dann. Ja. Okay. Im First Aid Kit mal schauen, ob da, wie gesagt, irgendwelche Chemikalien drin sind. Manchmal sind nichts, gar nichts. Nee, da ist eine Schere drin, eine Pinzette, ja. Die Kochsalzlösung und sonst Bandagen. Bandagen. Was ist das da? Das ist dieser Dingskoffer, wo das Funkgerät ist. Ah, okay, gut. Eine kurze Frage, wo ist Stefan? Stefan? Der macht gerade Selfie-Aufnahmen. Nein. Wie kommt Joe darauf, dass der Selfie-Aufnahmen macht? Also ich kann mich erinnern, sein erster Satz war ja, jetzt bitte nicht alle groß Selfie-Aufnahmen machen. Gut, Stefan, wir haben ihn gesehen, wie er den Berg hochgelaufen ist, um den Shot zu machen von den Hubschraubern. Ich kann nicht einschätzen, wie lange das jetzt her ist. Der ist recht weit hochgegangen. Vielleicht ist da oben irgendwas, was er sieht oder gesehen hat und sich anguckt. Aber es ist natürlich schon mal doof, wenn man sich fragt, hey, fehlt hier gerade einer? Und es ist auch doof, direkt zu sagen, ey, der macht bestimmt Selfie-Aufnahmen. Ich glaube, der ist Richtung da gegangen. Ja. Die Aussicht ist der Hammer, hä? Leute, ehrlich jetzt. Stefan hat Sonne gefunden. Hammer. Geil. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Und hier drüben ist noch ein schönerer Platz. Schau mal hier. Hier ist schon alles schattig. Da unten ist immer noch ein bisschen hell. Das heißt, diese Zunge, die da so rumgeht, hält sich hier ein bisschen länger. Das ist nicht schlecht. Das ist immer ein bisschen geschützter.
Und wir haben direkt Holz. Zwei sehr, sehr gute Gedanken direkt am Anfang. Erstmal gucken, hey, wie sieht denn überhaupt meine Umgebung aus? Erstmal die Lage erkunden. Und wenn er jetzt schon einen Spot gefunden hat, wo die Sonne länger rauf scheint, dann scheint mir das im ersten Moment plausibel zu sein, darüber nachzudenken, ob man vielleicht das Flugzeug verlässt. Der Punkt, hey, hier, da ist ein Wald, da ist Holz, macht für mich auch Sinn. Also, was ich am Flugzeug gesehen habe, war bisher nur diese kleine Baumgruppe, ne? Wie viel Brennholz dabei ist, muss ich ja mal schauen. Aber so per se, vom Gelände her, gar nicht so scheiße. Schnell beim Wasser, das fragt man jetzt nicht allzu weit weg. War eigentlich ganz cool. Das sieht ziemlich aufgeräumt aus. Das ist ja wild. Warum sieht denn das so ausgeräumt aus? Hä? Wieso hingezimmert? Da-ding. Einfach hingezimmert. Aber hier ist alles trocken. Das hier muss man mal genauer anschauen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall mal einiges trockener. Ja, also ich versuche mal so ein bisschen in die Bundeswehrzeit zurückzugehen. Also um aufgeklärt zu werden, ist es natürlich besser, in den Wald zu gehen, um nicht aufgeklärt zu werden. Aber auch, naja, ich glaube, einfach, da hast du einfach auch ein bisschen mehr Windschutz und so, ne? Also da wo dieses Flugzeug ist, direkt auf dieser freien Fläche, intuitiv, und das hat gar nichts mit Bundeswehr oder so zu tun, intuitiv würde ich da nicht bleiben wollen, weil da muss es ja ziehen wie Hechtsuppe. Das, was ich jetzt hier auf der Wiese die ganze Zeit gehabt habe. Da muss ich den anderen gleich Bescheid sagen, dass wir dann hier hoch verlegen. Also das ist um ein Vielfaches besser. Erstmal direkt Meldung machen, ja. Schauen wir, wie das hier ausschaut. Krass. Machen wir hier. Ist auch alles pitschnass. Okay. Nasses Holz, ja. Scheiße. Aber nasses Holz kannst du natürlich auch trocknen. Eieiei. Bis zu einem gewissen Grad. Okay, morsch ist scheiße. Trotzdem, es ist hier jetzt immer noch wärmer durch den Wald. Hält sich das alles ein bisschen. Ist geil, ich sag den anderen Bescheid. So, lass mal schauen. Er ist hoch auf das nächste Plateau zum Waldrand gegangen. Wenn man an der Waldkante den Hang herunterläuft, sieht das nicht ganz so steil aus zum Wasser. Jedenfalls aus der Perspektive nicht. Während du beim Flugzeug einmal einen Hang runter und nochmal einen Hang hoch hast und da, wo jetzt der Schatten ist, Blickrichtung zu uns, das ist ja natürlich richtig steil, ne? Da musst du total vorsichtig sein. Ja, ich finde das bisher auch sinnvoll mit dem Wald. Setting ist gesetzt. Von der Umgebung her, ich glaube, das ist vor allem für diejenigen, die nicht so viel Erfahrung haben, unterschätzen das komplett. Das hier ist absoluter Horror. Muss ich ganz offen sagen. Wenn wir jetzt nicht innerhalb von zwei Stunden Feuer anbekommen und hier irgendwie einen Schutzraum aufgebaut bekommen, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Sportliche Aussage. Uwe lacht auch schon. Ich weiß nicht, ob es dafür war. Wie weit steht er weg? 6-7 Meter, ob er das gehört hat. Ich sag ja, als erstes ein Feuer machen. Es ist hier um den Nullpunkt kalt. Ich habe schon Spuren gesehen oder Losung von Hirsch und möglicherweise Reh oder verwildertem Schaf. Das gibt es alles hier, werden wir aber nicht jagen können, wenn wir hier mit 7 Leuten sind. Wir sind ja auf einem Plateau komplett exponiert.
Und jetzt müssen wir einfach mal versuchen, einen Schutzraum zu machen. Wir werden versuchen, die Flügel. Ich habe keinen Plan, was exponiert heißt. Ich gehe mal davon aus, einsehbar oder so ähnlich. Im Kontext klingt das für mich so. So aufzustellen, dass wir einen Schutzraum haben, dass wir ein bisschen Wind haben, vielleicht ein bisschen Reflexionsfläche oder vielleicht sogar ein Dach. Ganz offen gesagt, ein super, super übles Setting, wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind. Hat er gerade gesagt, die Dinger wiegen ungefähr 100 Kilo und na gut, noch haben sie Kraft, noch können sie es machen. Weiß nicht, ob ich da mir einen abschleppen wollen würde. Windschutz macht natürlich Sinn. Aber was machst du, wenn der Wind von der anderen Seite kommt? Also hast ja nur zwei Tragflächen. Zu kriegst du das nicht. Also sagen wir mal, sowas wie wasserdichte Säcke abgelagert worden sind, wo dann Schlafsäcke drin sein oder sowas, dann wird es spannend. Es wird wirklich spannend. Alright, ich glaube, ich werde hier gottlos auf die Fresse fallen. Aber damit wir Wasser haben. Feuer wichtig, ja. Wasser aber auch. Deswegen gehe ich wie ein fucking Macher hier runter und hol mir meine Beute. Versteht ihr, was ich meine? Guck mal, Natur gibt mir sogar hier Treppe. Ich kann einfach die Treppe benutzen. Also Hugo hat natürlich absolut recht. Wasser ist mindestens genauso wichtig. Trinken, hydriert bleiben, absolut essentiell. Ne? Auch wenn es kalt ist und man dann eigentlich nicht wirklich Bock hat zu trinken, aber ist schon wichtig. So. Digga, das ist geil. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Alright. Okay, ich muss es eigentlich machen. Ich muss es machen. Wartet kurz. Ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Seht ihr das? Süßwasser! Wartet. Ich zieh meine Handschuhe aus. Zieh meine Ärmel hoch. Dürfen nicht nass werden. Na jetzt pass auf. Ich teste. Ist das Süßwasser oder Salzwasser? Macht gar keinen Sinn, weil ich muss eigentlich... Wo soll das Salzwasser denn herkommen, Digga? Das ist perfektes, klares, frisches, fast durchsichtiges Süßwasser. Süßwasser, aua. Ja, ich wollte jetzt nicht so rumschreien, weil sonst denken die, dass irgendwas ist. Alright. Schon das zweite Mal fast selber verletzt. Ich würde sagen, ich mache diesen Kanister, mache ich sauber. Ich hoffe, es ist Süßwasser. Sonst habe ich alle vergiftet. Nee, also Retalk, ich bin in Österreich sehr oft unterwegs. Naja, denkt man jetzt nicht von mir, ich weiß. Aber, Digga, da kann man auch vom Fluss trinken. Und wenn man hier... Unbehandeltes Wasser, Flusswasser, Krankheitserreger, Bakterien, Parasiten, Durchfall, Magenkrämpfe. Yep, kann passieren, aber es ist bei fließenden Gewässern. In der Regel, also wenn da jetzt nicht irgendwo kurz vorher verendetes Tier drin liegt, ja, abkochen ist natürlich immer das Sicherste, was du machen kannst. Aber man hat ja noch kein Feuer. Neusee, Land, See, Wasser, kann man trinken, geht. Irla. Vielleicht ist auch gar nicht das Wasser aus dem See, sondern du weißt ja auch gar nicht, ob der Kanister sauber ist, ne? Tage. Ich scheiß mit einer Hose, Alter. Überlegung wäre, dass wir jetzt zwei Flügel hier so anstellen, dass wir uns hier für die Nacht wenigstens reinkauern können. Niederschlag gibt es hoffentlich nicht. Es wird aber arschkalt. Das heißt, ja. Wir brauchen Holz, Holz, Holz. Wir müssen das Holz irgendwie entzünden, müssen irgendwo an Feuer kommen. Okay, er will jetzt die beiden Flügel da links und rechts hinstellen. Und sich dann da reinkauern, verstehe ich richtig. Und dann Holz sammeln. Holz, Holz, Holz. Da ist auf jeden Fall was abgefallen. Ich trage dir das alles hin, Joe. Sandra macht direkt Holz. Mhm. Geht noch mehr?
Noch mehr? Okay, nee, so nee, klein sind die Flügel gar nicht. 1, 2 und 3. Körperhöhe. Noch ein bisschen. 1, 2 und 3. Okay. Du willst ihn so haben, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Von hier nochmal die Ecke ein bisschen nach da. Ja. Ein bisschen. Digga, wo ist denn Stefan? Was glaubt ihr, wie lange die da jetzt sind? Also Stefan ist noch nicht zurück. Der ist noch am Erkunden. Hat auf jeden Fall den Wald gefunden. Ja, das würde mich jetzt interessieren. Wie lange ist der eigentlich weg? Schau mal, auf dem Rückweg zu den anderen. Wir sind hier. Schau dir mal diese Riesen auf, Mann. Okay, hat Scheiße gefunden. Stochert da rum. Zur Hölle. Ja. Krass. Oh. Hi und? Okay. Hi und? Also, Sabrina heißt du, ne? Fragt, hey, also ich verstehe das jetzt mal als, hast du was entdeckt? So, hi. Guten Tag. Hast du kurz Energie getankt? Nein, ich bin erkunden gegangen und da oben ist sogar um die Ecke noch ein bisschen. Also Joe begrüßt ihn. Haben sich ja heute schon gesehen. Hm? Ist das erste schnippige Hi? Kurz Energie getankt, was man ja, davon könnte man ausgehen in der Sonne. Da waren wir 30 Minuten unterwegs, das ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Sonne, und da ist eine relativ gerade Fläche ohne hohem Gras, ja. Mit direkt Wald dran, mit Bergen von Holz, aber alles ziemlich nass und morsch. Guck mal hier, so, da ist nichts hin. Hier ist schon eine Wasser. Klappe, da könnt ihr kurz runterkommen. Ja, also wir müssen hier mal raffen. Okay. Info an der Gruppe abgeprallt. Hä? Wenn das so einen Haken quasi hat. Hä? Ja, kann ich verstehen. Verstehe die Reaktion. Hä? Also ich wäre jetzt der Meinung, dass das Flugzeug nicht wegrennt. Und alles, was da drinnen ist, was offensichtlich wäre, wie so ein Schlafsack oder eine Isomatte oder so, die man so ja jetzt nicht gefunden hat, hilft uns jetzt, glaube ich, für den ersten Moment nicht weiter. Weil es ist einfach super kalt. Was haben wir denn da? Es ist einfach echt super kalt. Und wir haben hier ein gutes Potenzial, dass es windig werden kann. Ja, Freifläche, windig. Na gut, vielleicht im Affekt. Hey, wir haben jetzt hier gerade unseren Plan. Aber gut, man hätte Stefan ja auch einweihen können, was da jetzt Phase ist. Und einfach nicht reagieren, finde ich nicht so cool. Er steht jetzt, also gut, er hat sich nicht abgemeldet. Wahrscheinlich vom Hype des Anfangs geschuldet. Vom Hype des Anfangs haben alle anderen einfach losgelegt, ohne abzusprechen, was Phase ist. Irgendwie ist dann Konsens geworden, wir bleiben beim Flugzeug. Dann kommt aber eine neue Info, also sie sind ja gar nicht scouten gegangen, dann kommt eine Info, dass da oben viel Holz ist und sie sagen ja, wir brauchen viel Holz, wir brauchen Feuer. Und wie dann mit der Info umgegangen wird, schwierig. Und das sind wir hier sehr exponiert, durch das Tal. Egal, was heißt exponiert, das muss ich googeln. Ja, irgendwie ist das geschraubt. Da ist eine Axt. Oha, guckt euch das an. Okay, Leute. Guckt euch das an.
Okay, also exponiert, Möglichkeit angegriffen zu werden, freiliegend, sowas. Was haben Sie, eine Axt gefunden? Axt. Ja. Top. Kannst du im Wald gleich arbeiten. Ja. Das ist eine Bergeaxt, das ist ein Breaching-Tool. Damit kriegen wir aber auf jeden Fall das Ding ein bisschen klein, das Flugzeug klein gehauen. Zieh mal, warte, ich mach hier. Ja, mach den Gurt einfach los. Der muss hier. Ja, ich hab nur einen fetten. Das Flugzeug klein gehauen? Wieso will er das Flugzeug klein hauen? Hat er nicht gesagt, wir brauchen viel Holz für Feuer? Macht doch Sinn, die Axt dann dafür zu benutzen, oder? So, weiter ans Holz denken. Hältst du? Ich gehe holen. Ich hole Holz. Hugo, komm, Holz holen. Ja, wir als Dreierteam, weil das ist... Okay, achso, die sollen Kleinholz holen erstmal, oder was? Dann brauchst du natürlich auch keine Axt. Das, was uns heute warm hält. Hugo, komm. Ey, ich kann's doch nicht glauben, dass wir hier sind. Ich alleine wäre jetzt schon raus. Ist das die kleine Baumgruppe von eben? Ich bin froh, dass Joe hier gerade so ein bisschen die Verantwortung übernimmt. Schaut, was wir machen können. Die Sache ist, das ist alles nasses Holz. Hat sie gerade gesagt, ich wäre jetzt schon raus? Sie ist noch gerade mal eine Stunde da. Also, kannst ja bei Minusgraden sogar spazieren gehen. Ich wäre jetzt schon raus, auch spannend. Also, okay, aber sie sagt auch, Joe übernimmt jetzt hier gerade so ein bisschen die Verantwortung und die Kontrolle. Aha. Ey, ich weiß wirklich gerade nicht so richtig, wie ich mich fühlen soll, Leute. Es ist irgendwie total cool, weil es ganz anders ist. Aber andererseits, glaube ich, ist die Situation ganz schön krass, weil wir haben keinen Feuerstahl. Wir haben keine Schlafsäcke, also es ist arschkalt, es ist wirklich super, super kalt. Es ist geisteskrank. Ja, wir haben super viel Holz zumindest. Keine Ahnung, ob das gut brennbares Holz ist. Wir haben Wasser, das ist schon mal gut, aber es ist arschkalt. Wir haben hier, glaube ich, wirklich sehr, sehr wenig Möglichkeiten, irgendwas zu essen zu finden. Voraussichtliche Temperaturen in der Nacht, minus 5 Grad. Wir haben super viel Holz. Ja, ja. Jetzt nicht in direkter Nähe zum Flugzeug, das ist diese Baumgruppe da, ne? Aber gut, ein paar Nächte kommst du damit auch hin. Die beiden Profis sind sehr angespannt, das merkt man. Ja, Joe vor allem. Joe ist sehr angespannt, Stefan ist auch sehr angespannt. Das bedeutet, das ist wirklich eine ganz schön krasse Situation hier. Mhm. Ich finde es mega, dass wir so als Gruppe ausgesetzt sind. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, wir streiten uns nicht zu viel. Ich hoffe, es geht alles gut. Und ich hoffe, wir schaffen das. Das ist eine gute Hoffnung. Wenn ich das Geräusch da unten höre, da muss ich pinkeln. Jetzt schon kein Bock mehr. Oha, da geht's voll runter, Alter. Keine Zeit mehr mit euch zu reden, Leute, sorry. Aber wir haben ja kein Messer bis jetzt gefunden, Doch, wir haben eine Art Axt gefunden. Wir haben eine Art Axt gefunden? Ich weiß nicht, ob es eine Axt ist oder was anderes, aber ich habe es nicht gesehen. Okay, aber das ist ja schon mal. Okay. Ja. Es deutet sich ein Kommunikationsproblem an. Wieso weiß der nicht, dass da schon eine Axt gefunden wurde? Aber guck mal, ich hänge mich einfach so... Das ab, ne? Ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Was denn? Dass das so leicht kaputt geht. Weil das heißt, es ist morsch. Es ging ein bisschen sehr leicht kaputt, ja. Okay. Ey, Stefan, das sind Amateure. Mit so Anregung zum Nachdenken. Weiß ich nicht, ob das die beste Art ist. Sag doch einfach, ey, das Holz ist morsch. Oder zeig ihnen, wie gutes Holz aussieht. Ja, naja. Leute, guck mal. Leute? Ein Geweih. Ist das ein Geweih? Sag mal. Das ist ein Geweih.
Ja, Digga, das können wir auf jeden Fall erstmal benutzen. Wofür? Digga, ich hab mir Hirschgeweih gefunden. Junge, welches Tier ist das? Mammut? Ein Hirsch? Hat ein Hirschgeweih. Digga, Alter. Ich hab ein Hirschgeweih gefunden. Welches Tier ist das? Das ist schon mal sehr geil. Und das in pura Natura. Na, Scheiße, ist komplett morsch. Das ist wirklich komplett morsch. Fuck. Nochmal ein kleiner Reminder. Wo ist die Absturzstelle überhaupt? Das Flugzeugwrack liegt auf der Südinsel von Neuseeland. In einem Tal mitten in den Bergen. Die Landschaft ist durchzogen von einem... Fritz kommt einfach reingesneakt. ...einem kleinen Gebirgsbach und hat sowohl große Waldgebiete als auch tundraartige Freiflächen. Es gibt eine artenreiche Tierwelt. Um diese zu dokumentieren, wurden von mir im Vorfeld Wildkameras angebracht. Darüber hinaus habe ich an verschiedenen Orten im Gelände Gepäckstücke platziert, die durch Zufall oder meine Funksprüche gefunden werden können. Das gesamte Gebiet umfasst mehrere hundert Quadratkilometer und ist unbewohnt. Ich habe aber irgendwo gehört, auf die Seite, auf die untere Seite dürfen sie nicht. Also alles, was jetzt von uns aus gesehen unterhalb vom Fluss ist, links vom Fluss. Also dürfen da nicht campieren, jedenfalls. Und was ist da hinten drin? Schlafsäcke? Ja, die haben Klopapier gefunden. Ja, echt? Dann haben wir Schlafsäcke. Schlafsäcke gefunden? Geil. Alter, geil! Euer Weicheier, Schlafsäcke, echt jetzt? Nee. Yep. Ihr Weicheier, Schlafsäcke, echt jetzt? Joe hat schon Angst gehabt, dass die Hälfte schon ausscheidet, hier hat er schon gesagt. Also ohne Schlafsack. Also hat Uwe es doch gehört. Ja. Er hätte schon richtig Wurfensausen hier. Genau. Das sind so unterschiedlich. Ja, ja. Ich glaube nicht, das sind genug für alle. Okay. Was macht man, Alter? Wie ist Joe denn da reingekrabbelt, Alter? Aber Plastikflaschen sind da hinten auch noch viele. Ja. Das ist Joey, nicht Joe. Ja. Digga, das ist krank. Oh, diese Decken. Geil. Das so, wie viele Schlafsäcke haben wir? Vier. Vier sind ein paar zu wenig. Sehr. Na gut, die sind sieben Leute, die haben vier Schlafsäcke. Wenn sie rotieren, geht das. Fein, haben wir noch einen Biwaksack, Rettungsbiwaksack. Alter, wir haben aber für alle. Ja. So, wir haben auf jeden Fall welche, du musst aufteilen, wer was kriegt. Die Mädels kriegen die Karinth, ja, definitiv. Das sind die wärmsten. Vorschlag von mir. Hugo sagt, Joe muss aufteilen, wer was kriegt. Und Joe sagt direkt, die Mädels kriegen die Karinth, ja. Das sind die wärmsten. Okay. Ist, dass wir hier erstmal einen... Moment. Rettungsinsel wurde gefunden, als keine Kamera lief. Darin enthalten waren eine Leuchtfackel, eine Rauchfackel und ein Blasebalg. Okay, Leuchtfackel, Blasebalg, Feuer ist da. Super, dann können Sie auf jeden Fall bald anfangen, das Feuer zu machen. Auf jeden Fall, bevor es dunkel wird. Feuer in so einer Situation meines Erachtens nach sehr wichtig für die Psyche, einfach um es warm zu haben. Ja, das kann richtig gut sein. Schön, also Feuer ist da. Windschutz hinmachen. Wir besprochen, also wir haben Schlafsäcke, da, genügend Schlafsäcke für alle. Wir haben für die Mädels warm genügende Schlafsäcke. Wir haben Matratzen zur Unterlage. Wir haben Folie, um die nassen Matratzen abzudecken, sodass wir einigermaßen schlafen können. Wir werden vermutlich keinen Niederschlag haben. Wir können im Laufe der Tage die Drachflächen als Dach verwenden, die Seiten zubauen. USW, USW, okay. Nur mein Vorschlag wäre, statt... Die Tragflächen als Dach, vielleicht das Ding wieder zusammenbauen, oder was? Die Tragflächen als Dach benutzen, genügend Schlafsäcke für alle, Matratzen. Wo kommen die Matratzen her? Ich habe keine Matratzen gesehen.
jetzt ein Feuer zu machen heute Abend mit den Flares, wenn wir wirklich nur die beiden Flares haben und nichts mehr anderes finden, dass wir, weil wir das Feuer die nächsten Tage brauchen und dann eher mehr Zeit benötigen, um noch genügend Holz zu machen, um es zu erhalten, dass wir das dann machen, wenn wir eben wirklich auch Feuer brauchen. Und das also quasi heute erste Nacht haben wir es gar nicht so. Nicht, ne? Heute erste Nacht nicht, nein, da müssen wir, also die erste. Weiß ich nicht. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, ich finde Feuer bei solchen Temperaturen schon, also den wird ja allen kalt sein, schon sehr, sehr wichtig. Alleine für die Psyche. Als wir damals, wenn wir im Winter eine Übung im Wald hatten, war das Erste, was wir gemacht haben, nach dem Platz der Gruppe und nach Alarmposten und sowas alles, ein Feuer oder parallel dazu eigentlich. Macht ja Sinn. Müssen wir irgendwie durchhalten. Und da hätten wir jetzt zwei Möglichkeiten gehabt. Ohne die Schlafsäcke hätten wir die Nacht über, also 50 Stunden lang Hampelmann und Kniebeugen gemacht, damit wir nicht erfrieren. Und am nächsten... Was labert er denn da? Wollt ihr jetzt eine Nacht lang Sport machen? Statt Feuer zu entzünden? Tag, wenn ein bisschen Sonne da ist, hätten wir nachgeschlafen. Und dann versucht eine Unterkunft zu bauen, aber jetzt haben wir die Schlafsäcke. Einige davon sind sehr, sehr dünn. Das heißt, da müssen wir auch schauen, wer mehr Kleidung anhat, wer mehr Isolation hat. Und dass wir das noch ein bisschen mit den Decken ausgleichen. Also, das heißt, damit sind wir soweit abgedeckt. Mach doch einfach das Feuer, Alter. Dass wir über die Nacht kommen, ohne zu unterkühlen, ohne krank zu werden. Wir haben Trinkwasser unten und wir müssen jetzt Windschutz machen, weil wenn der Wind hier richtig durchpfeift, dann wird es auch in den Schlafsäcken kacke. Okay. Hä? Wieso... Ich verstehe das nicht. Wenn ihr es verstanden habt, schreibt bitte mal in die Kommentare, warum jetzt kein Feuer? Weil es nicht lebensnotwendig ist? Ja, das ist... Sehe ich anders. Okay, also die Tragflecke stellen wir nachher auch noch so an, dass sie nicht umkippen kann. Schauen wir, dass wir vielleicht da mit dem Breaching-Tool auch noch ein Loch in die Seitenwand reinmachen, dass es wirklich feststeht. Mal kurze Frage, ja. So wegen Windschutz. Ne? Können wir nicht diese Flügel wie ein Dreieck als Spitze zu machen? Hatte ich gedacht, genau. Vom Flugzeug von der anderen Seite rein quasi. Hatte ich eigentlich gedacht, man kann schon ein bisschen offen lassen, weil da kommt ja sowieso Wind von oben rein. Aber so der Hauptwind wird einfach abgehalten. Okay, und dann machen wir in der Mitte das Feuer. Ah, okay. Also ich habe erst gedacht, dass sie einen viereckigen Platz bauen, aber sie wollen einen dreieckigen Platz bauen. Das heißt, von den Seiten ist es schon ein bisschen windgeschützt, aber der fegt natürlich drüber, ne? Von diesem Dreieck und ja, legen uns alle drum rum. Wir werden dann später wahrscheinlich in der Mitte das Feuer machen, außer wir strukturieren das um. Jetzt geht es eben wirklich nur um die erste Nacht. Okay, 1:20 sind sie jetzt draußen. Das ist ja noch nicht so lang. Hugo, 14 Tage All-In, ne? Digga, also ich glaube irgendwie, also ich will jetzt nicht jinxen, aber ich glaube keiner wird abbrechen, das wird eigentlich, also wird es gar nicht so schwer, glaube ich. Hugo. Ich weiß nicht. Digga, warum schaust du mich so an? Wenn's noch... Du bist halt 15 Minuten hier. Ja, aber ich glaube, das passt. Du glaubst, das passt? Ich glaube schon. Also, ist das jetzt der Schnitt? Seit 15 Minuten? Eben eine 1:30 gezeigt. Ist es die Euphorie? Weiß man natürlich nicht, ne? Uns fehlt nichts. Doch. Ja, Feuer. Uns fehlt eine Menge. Was sonst? Feuer und? Feuer, Essen. Hier ist weit und breit schon schwierig, glaube ich. Kamera oder kannst du es filmen? Ich mache einen Taste-Test. Ja, vom Flusswasser mache ich einen Taste-Test. Das ist auf jeden Fall geil. Wir haben auf jeden Fall absolut genug Wasser. Das ist das Allerwichtigste. Wirklich, das bevor ich am meisten Angst habe. Und Wärme, Leute, am Ende machen wir Gruppenkuscheln. Wir machen den Pinguin-Effekt. Ich habe viel Masse, ich habe Wärme für euch alle. Er ist gar nicht doof. Gar nicht doof. Also natürlich, Körperwärme macht Sinn. Wenn man schon kein Feuer machen will, warum auch immer. Und selbst mit Feuer. Also du hast ja immer nur eine Seite, die zu dem Feuer zugewandt ist. Bei 7 Leuten wird es sowieso schwierig, dass da jeder irgendwie Feuer kriegt. Und im Rücken kann es mal richtig kalt werden. Sandra, ich bin wirklich gespannt, wie lange du diese Frequenz an Reden aufrechterhalten kannst. Meinst du, das klappt lange? Und wie war's? Digga, Wasser mit Erde.
Aber ist okay. Ja, Wasser mit Erde. Aber schmeckt nach Natur. Schmeckt ja gut. Ja. Ich glaube, das ist gut. Wir kriegen vielleicht einmal Scheißerei, aber ist egal. Digga, aber das ist so klar. Das ist echt klar. Also ich habe echt gedacht... klar wie Klostersuppe, du. Okay. So, um mich irgendwie nützlich zu machen jetzt. Moment, wer hat diesen Flügel getragen gerade? Irgendwie nützlich zu machen jetzt. Joey, Uwe, Joe und Sandra. Okay. Stefan ist hinten an der Rettungsinsel und baut die auf. Zeitrafferaufnahme, ganz cool. Wir packen uns jetzt Gras und machen uns ein richtig schönes Heusofa heute Nacht. Dann schlafen wir wie in so einem Heuhotel. Okay. Da musst du eine Weile robben, ne? Aber besser als auf dem zugefrorenen Boden. Digga, danach werde ich mir Kiste auseinandernehmen. Natürlich. Okay, ach, jetzt Mann, ist Hugo unterwegs. Was man halt hier in der Staffel ein bisschen anders ist. Man kann halt nicht so random Schätze finden, weil hier halt kein Müll ist. Das ist ein bisschen scheiße. Also es ist cool, wenn hier kein Müll ist, aber scheiße für uns. Halt deine Fresse. Was hat er? Hast du die Hagebutten oder was? Ich hab was zu essen. Halt dein Maul. Halt dein Maul, sagt er. Alter, soll ich das essen? Junge, ich hab gerade Stefan gefragt, ob er denkt, dass hier irgendwas zu essen ist. Junge, jetzt ist hier was. Halt die Fresse. Digga, ich weiß nicht, ob ich das anfassen darf. Ich weiß gar nichts. Ich mach einfach. Was ist das? Ich frag mal Joe. Der kennt sich am besten aus. Mit so Bären. Aber ich hab den Fund vielleicht des Jahrhunderts gemacht, Jungs. Erste Nahrungsquelle. Du bist nicht schnell auf mich gerade. Okay. Das ist schon geil. Alter. Ich präsentiere das jetzt so richtig geil. Ich freue mich, wie er sich freut. Oh, Digga, ich sprint hier hoch, Alter. Kann der keine Hagebutten? Kannst du Tee draus machen? Kannst du auch essen, Fruchtfleisch und so. Ja, Hagebutten sind noch ein Bader. Jawohl. Ach, Digga, du hast die auch gefunden gerade, ne? Die Hagebutten? Ja, das sind Rosenbeeren, Hagebutten. Kann man das essen? Das kann man essen, ja. Aber würde ich jetzt noch nicht essen. Das sollten wir uns aufheben für dann, wenn wir es wirklich brauchen. Soll ich in der Flasche sammeln? Nee, lass uns noch dran hängen. Lass uns ach so, hängen. Stimmt, das ist smart. Ja. Aber kann man die essen? Weil ja, die kann man essen. Gar nicht zerplatzen. Warum soll man die zerplatzen? Das sind Hagebutten, nennen sich die. Das sind die Früchte von Rosen. Das ist eine Rose. Was ich cool finde, ist, dass Joe, also Hugo hat ja gar keinen Plan gerade und dass Joe ihm das erklärt. Finde ich cool. Aber ich hätte schon gesagt, gönn dir, Alter. Gönn dir doch die Hagebutte. Essen wir jetzt nicht? Brauchen wir noch nicht. Stefan baut eine Matratze. Das sieht doch gut aus. Wie viele von den Säcken haben wir? Teil 1 zum Sitzen für 2, im Zweifel 3 ist ja schon mal. Das ist top. Besser als nichts, ne? Fürs Erste. Joe sagt, das ist top. Was sagt er? Teil 1 zum Sitzen für 2, im Zweifel 3 ist ja schon mal. Also, da kannst du jetzt, können zwei drauf sitzen oder einer drauf liegen, vielleicht. Im Löffelchen zwei drauf liegen.
Besser als nichts, ne? Fürs Erste. Drei. Guck, ob ja die Matratze und die Matratze. Ja. Das klappt. Das braucht nur Zeit, bis der Stahl nachgibt. Nachgibt. Das ist. Aber pass auf, dass du dich nicht schneidest, das ist ein Quatsch. Weil das geht hier relativ schnell, ne? Deswegen, ich bewege mich langsam. Hm. Kein Bock, dich zu verlieren jetzt. Ja, ich will auch noch nicht gehen. Das wäre echt scheiße. Positiv denken. Ach, dafür ist die Axt. Hm. Ich frage mich gerade, okay, wenn sie die Polster daraus bauen wollen, um draußen dann zu pennen. Fühlt sich nicht stimmig an. Ich kann euch nicht erklären, warum. Fühlt sich nicht stimmig an. Aber er will es da halt rausbauen, damit man da draußen liegen kann. Schon irgendwie nachvollziehbar. Aber fühlt sich nicht stimmig an. Geht davon nicht die Axt komplett in den Arsch, Alter? Spaß? Ja, klar. Hast du noch Spaß? Okay. Hast du noch Spaß? Alles gut? Ja, klar, Joe. Ach, du filmst mich ja gerade. Ja, ich film dich. Hallo. Hallo. Grüße an Mama. So, das ist unser aktuelles Lager. Wir haben das hier ein bisschen mit Streu ausgelegt. Das ist die erste Matratze für heute Nacht. Dann haben wir hier vielleicht insgesamt eine. Dann macht Joey die Maschine, gerade diese Dinger hier ab aus dem Flugzeug. Das wären auf jeden Fall schon mal, könnten schon mal zwei drauf schlafen. Und da auch. Okay, also Ziel ist es natürlich nicht auf dem kalten Boden zu pennen. Eine Matratze haben sie. Wenn sie die anderen übereinander legen, vielleicht eine zweite. Im Flugzeug gerade 3 und 4. Ja. Also ich bleib dabei, wenn sie das rotieren, auch wenn jetzt rein theoretisch jeder einen Schlafsack hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es aber nur zwei, die wirklich dicke Schlafsäcke sind, ne? Hm. Könnte natürlich eine Falle sein, zu sagen, hey, guck mal, ihr habt doch jeder einen Schlafsack. Ihr braucht gar nicht rotieren. Auf der anderen Seite, wenn du, die machen ja kein Feuer. Wenn du, wollte gerade sagen, wenn du eine Feuerwache machst, dann schlafen ja zwei sowieso nicht. Du kannst schon easy rotieren. Das heißt, du brauchst eigentlich nur 4 oder 5 Unterlagen zum Pennen. Und tagsüber kann man sich die zum Sitzen teilen, wenn man denn sitzen will. Mhm. Okay. 6 Stück. Ja. Das ist für dich die Matratze, wenn ich das rauskriege. Nein, für uns alle. Nein, aber ich nehme die schon gerne, Joey. Erst kommen die Frauen. Und dann kommt der Rest. Und dann komme ich vielleicht. Frauen und Kinder zuerst. So. Frauen und Hugo zuerst. Schon guter 1 Grad das Wasser, oder? Oh. Junge. Ey, ich bin halt einfach kalt, froh, ne? Dass wir Wasser haben, wirklich. Ich meine, das ist ja schon mal wirklich gut. Das ist jetzt nicht wie in Kanada, wo du dir Sorgen machen musst, wo kommt Süßwasser her? Oder wie in Panama, wo du dir Sorgen machen musst, wo kommt Süßwasser her? Das ist da am Start. Das ist schon mal wirklich ein riesiges Ding und ein Riesenvorteil. Sterben werden wir heute nicht. Wieso nicht?
Ich hab zu schnell gemacht. Ich muss Pause machen, ja, ne? Geil, Alter. Geil, ey. Hugo muss kurz chillen, sagt er. Oh Gott. Ach, was ist Hugo chillt schon mal sein Leben. Das ist ein geiles Projekt, ey. Wirklich. Julia, Bibibiotics. Ich schwöre, das ist so anstrengend, da hochzulaufen. Ne? Ja. Digga, das denkt man nicht, ne? Nee, man denkt das nicht, aber es ist so kalt. Es ist echt anstrengend alles. Boah, das könnte alle... Es wird härter, als wir dachten. Ja, glaube ich auch. Ja. Du machst das bezaubernd, Julia. Danke. Du auch. Hey, Uwe. Hey. Wasser? Aber das schmeckt ja, die Baustelle. Joey, ich kenne die Baustelle. Ja, die sind jetzt immer noch alle am Flugzeug, ne? Also die haben sich jetzt darauf geeinigt, alle am Flugzeug zu sein und zu bleiben und erstmal jetzt den Platz der Gruppe herzurichten. Das habe ich richtig verstanden, oder? Keiner erkundet. Die haben jetzt Wasser geholt. Ja gut, bei der letzten Erkundungstour hat sie auch keinen interessiert. Also macht es ja auch erstmal keinen Sinn, weiter zu erkunden. Sagen schon, es ist richtig, richtig kalt. Ja, also nach wie vor denke ich, dass man Feuer braucht. Aber so wenig, dass es eklig ist. Digga, anstatt dass wir es einmal ausspülen, haben wir es ausgespült. Habt ihr es ausgespült? Okay. Ja, ja. Aber junge Maschinen seid ihr. Digga, ihr seid richtig zwei deutsche Mercedes, Alter. So? Digga, weil ihr solche Maschinen seid. Mal die Melonenpumpe. Zwei deutsche Mercedes. Digga, komm schon. Schmeckst du? Komplett, irgendwie lecker. Ja, ne? Okay, aber irgendwie auch ekelhaft. Ja, besser als nichts. So ja, wirklich. Oh. FPV-Shot. Was soll ich sagen? Digga, mal, ich check es jetzt. Jetzt kommt schon Tag 1 Retalk. Nein, aber Retalk, ich check jetzt erst, wie schnell ich immer alles machen will. Bro, ich weiß echt nicht, wie lange wir schon ausgesetzt sind. Ich tippe mal auf so 3 Stunden oder so. 3 Stunden erst, in meinem Kopf 7. Ich muss chillen. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen faul, aber das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Okay. Hat Hugo recht? Ja. Haben die mittlerweile eine Regelung gefunden, wegen damit die Gruppe weiß, wo jemand ist? Also ja, Uwe weiß Bescheid, aber ja, sowas wie ein Meldesystem haben die wahrscheinlich nicht. Weiß gar nicht, ob man das braucht. Aber damit sich keiner Sorgen macht halt irgendwann, ne? Okay, deswegen chill ich hier kurz. Ich trinke mein Wässerchen und ich muss erstmal noch um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Lecker. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode angeht. Lecker. Sass. So, ich helfe jetzt wieder mit. Ich habe realisiert, dass ich hier bin. Und jetzt wird weitergeholfen. Gut. Also mich bitte auch nicht falsch verstehen oder so. Das ist ja keine Hoffnungslosigkeit, die ich jetzt zum Ausdruck bringen möchte. Sondern ich möchte es einfach nur nicht einsehen. So, einfach so sagen, so, nee, da gibt es eben kein Feuer oder da gibt es halt nichts. Mir ist schon bewusst, dass es wohl darauf hinauslaufen wird. Okay, also vom Schnitt her, also mich nicht falsch verstehen, er muss also irgendwas vorher gesagt haben. Vielleicht haben sie gerade am Flugzeug nochmal über die Feuersituation gesprochen.
kann mir auch gut vorstellen, dass Stefan denkt, hey, Feuer macht schon Sinn. Er und Joe sind ja als die Experten in der Show. Und ja, also der eine hat eben noch gesagt, wir brauchen Feuer, sonst fliegt die Hälfte raus. Dann sind die Schlafsäcke da und er sagt, wir brauchen kein Feuer mehr. Und Stefan ist anscheinend der Meinung, ist Feuer macht Sinn. Bin ich auch. Ja. Aber dass man dann wenigstens für die kommenden Tage schon einen besseren Plan hat. Weil aktuell haben wir uns ja sehr auf das Flugzeug hier beschränkt. Was völlig in Ordnung ist. Macht ja Sinn, ne? Erstmal alles geil vorbereiten und dann Stück für Stück besser werden. Okay. Ja, das Ding ist dicht genug. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die anderen auch noch ein bisschen abpolstern. Weil wir haben hier eine Matte. Da kann einer zumindest drauf schlafen. Hier haben wir eine, aber die braucht unten noch Isolation zusätzlich. Okay, also willst du das jetzt alles noch mal? Okay, also es geht jetzt wieder um die Schlafsituation. Stefan ist da hinten und redet übers Feuer. Hier wird an der Schlafsituation gebastelt. Einfach hier alles ausbreiten. Okay, da, würde ich vorstellen. Nee, dort kommt die Feuerstelle hin. Okay. Also hier wirklich so dicht machen wie möglich. Dann. Also alles, was ihr an Grünzeug finden könnt, ausbreiten. Joe zerlegt immer noch das Flugzeug. So wichtig ist, dass heute noch keiner nasse Kleider bekommt. Dann müssen wir morgen halt wirklich so viel Holz wie möglich herholen. Aber überleg mal, was richtig gut wäre, ist. Aber warum? Also ich meine, ja, teil doch zwei, drei Leute ein. Warte mal, die sind zu fünft. Joey zerlegt das Flugzeug. Das ist ziemlich kraftraubend, auch die ganze Zeit. Und dann da rumzurütteln. Ich weiß gar nicht, ob ich mich vielleicht nicht nur aufs Gras fokussiert hätte, um zu polstern oder Tannenäste, ist ja auch eine gängige Methode irgendwie. Joe. Joes To-Do habe ich nicht auf dem Schirm. Sehe ich gerade nicht. Die Mädels holen Gras. Das haben wir 2, 3, 4. Hugo und Uwe. Kein Plan. Da könnte auch jemand Feuerholz holen. Also das verstehe ich nicht. Und Stefan ist unterwegs. Pen. Ja. Hier einfach eine Plane. So, jetzt schon Feuerholz holen. Auffüllen mit Holz. Ja. Wir können 1, 2, 3 Mädels hier rein. Ja, das wäre fände ich auch gut. Ja. Absolute Rettung. Fände ich gut, ja. Vor allem, aber da müssen wir wirklich alles zu machen. Da müssen wir halt auf Folgendes achten. Es kann sein, dass es tatsächlich mehr Ressourcen benötigt, als wir dann für alle brauchen. Da müssen wir eben schauen. Weil wenn wir hier vielleicht mit Grünzeug zumachen können, dann ja. So fängt es an. Habe ich mir eben meine selber gebaute Klinge gerade gefasst. Aber finde ich eine gute Idee. Also gerade die Mädels, die müssen echt geschützt werden. Die Mädels müssen geschützt werden. Wir sind so alle am Machen und am Tun. Die Frage ist, was macht Hugo denn? Was machst du da? Ich bin am Ackern. Was der Schere. Nee, ne? Aber mach guck mal, nur so kleine, öfter Reis. So. Da hast du nur so cool. Okay, wenn du was so machst. Ja, ja. Es gibt teilweise Flecken. Guck mal hier. Wo das ganz leicht abgeht. Alter, mit der Schere geschnitten. Geil, Alter. Das ist nicht so Tannen. Das ist eine gute Frage. Tanne, das ist eine optische Täuschung. Wenn du davor stehst, die Tanne ist ganz unten in der Schlucht. Oh. Ja. Ja, guter Punkt. Im Wald gäbe es mehr Tannen, wo man Äste abmachen kann. Dann muss man vielleicht auch nicht die ganze Zeit das Gras ruppen, sondern könnte sich so ein Trapperbett oder sowas bauen.
Oder so ein Feld, aus, wo die sich dann drauflegen. Aber da? Hä? Da ist er. Jetzt bin ich auf die Geschichten gespannt. Stefan ist zurück. Was hast du gemacht? Ja. Feuer entfachen, Holz. Du hast geile Spots gefunden. Mitfischen vielleicht. Oh. Das muss ich mal genauer anschauen. Ja. Also ich bin jetzt einfach von ganz hier unten über dem Wald außen hoch bis ganz da hoch quasi. Das ist schon mal gut, auf jeden Fall die Umgebung zu kennen. Danke. Perfekt. Also Julia, die hat ja gar keine Outdoor-Erfahrung und sagt, es ist gut, die Umgebung zu erkennen. Ja, macht natürlich absolut Sinn, die Umgebung zu erkennen. Absolut. Danke. Bedankt sich sogar. Cool. Macht Sinn, ja. Absolut. So, unsere Hauptaufgabe liegt heute eigentlich darin, dass wir uns hier so gut wie möglich vor der Nacht schützen oder vor der Nachtkälte. Und die eigentliche Schwierigkeit ist, dass wir einerseits alles nass und gefroren haben. Das heißt, wir müssen Isolation gegen den Boden schaffen. Mhm. Und andererseits müssen wir ein bisschen Windschutz machen. Und jetzt haben wir zumindest Matratzen rausgeholt, dass wir auf der Schulterzone, auf der großen Schulterzone ein bisschen isolieren können. Wir haben ein bisschen Gras drunter. Und zusammen mit den Schlafsäcken sollte es mehr schlecht als recht funktionieren, über die Nacht zu kommen. Aber warum denn schlecht als recht? Mach doch richtig. Also es ist ja noch hell, ist ja noch Zeit. Verstehe nicht. Und Feuer. Sehr, sehr frisch werden. Also jetzt, wo die Sonne demnächst untergeht, wird es spannend. Ich will gerade keine Panik machen, aber hier kondensiert und friert es gerade auf unseren Sachen. Ja, also es wird frisch. Also ich will keine Panik machen, aber ich mach's. Bin ich gerade raureif auf den Schlafsäcken. Ich bin gespannt, wie es abends wird, weil man merkt, es ist jetzt sehr kühl. Mit Feuer. Feuer werden wir heute auch nicht machen, weil wir wollen die Fackel nicht verschwenden. Ja. Verstehe das nicht. Unser Grasflücken nimmt langsam Form an. Wir bauen hier quasi unsere Isomatte. Unten kommt das Gras hin und drüber packen wir das hin, was wir so im Flieger alles auseinandergebaut haben, was Kelly und Joe hier rausgerissen haben. Aber diese Schaumstoffdinger, also ja, besser als nichts, ne? Aber habt ihr schon mal auf so einer Schaumstoffmatratze gelegen? Das ist, da liegst du, das ist wie, als wenn du auf dem Boden liegst, ne? Hm. Die Energie, die man da aufbringt, die hättest du doch auch für ein ordentliches Shelter im Wald aufbringen können. Also ich glaube, dass das sehr energieraubend ist, was Joe da die ganze Zeit macht. Kein Eimer. Ja, okay, die haben sich halt entschieden. Mach was aus hier. Ja, da müssen wir überall noch Folie drauf machen, weil das alles gut ist. Hammer wäre echt nochmal ein Dach, ey. Da brauchen wir gerade, oder? Ja, heute noch nicht. Wie ist bei dir so energiemäßig? Digga, bei mir, ich glaube nicht wegen, also körperlich ja, ein bisschen, aber ich, Digga, Jetlag ist bei mir tot, Alter. Mhm. Geh mal Jetlag-mäßig einmal kurz vom Polster runter, dann kannst du mal rausschneiden. Achso, ja. Jo, ja? Wir haben noch die zwei Decken hier. Ja. Aber ich glaube, die braucht derjenige, der den kleinsten Schlafsack hat. Weil der ist so super schlecht. Der ist so mega schlecht. Okay. Aber ist nur einer richtig scheiße? Nee, da sind ein paar richtig scheiße. Ich gucke kurz mal eine Perspektive, wie unser Zuhause aussieht. Hier, die zwei Flügel haben wir als Windschutz. Ja, leider noch kein Dach, ne? Wir viel Gras holen. Und so. Dann müssen wir morgen halt versuchen, alles so gut wie möglich zu trocknen.
Jetzt müssen wir Folgendes überlegen. Wir haben hier eine Matratze mit einem Haufen Gras und die Matratze bringt so eigentlich wenig den Leuten. Die sollen wir die verteilen oder was sagt ihr? Ja. Die Matratze bringt so eigentlich wenig den Leuten, die was? Da kann auch einer drauf liegen. Ja, dieses Sofa ist nur Luxus. Also ja, das ist eigentlich. Ja? Besprechen wir, wenn alle da sind. Ja, das ich halt. Also ich verzichte drauf. Ja, weil wir müssen da unten noch abholstern. Also da muss so viel wie möglich jetzt auch oben drauf. Ja, wir machen da. Also oben drauf auch noch Gras. Ja, ja. Hier oben drauf? Ja, wo ist Stefan? Also da wo noch. Stefan? Das Gras in dem Beutel, ne? Wollen wir das rausnehmen und verteilen lieber? Dann haben wir noch mehr, weißt du? Wir brauchen noch viel mehr. Ja, deswegen wollen wir das aus dem Beutel nehmen? Ja, also du hast es da reingestopft. Wir würden es jetzt wieder rausholen und verteilen. Stefan sagt, es wird nicht mehr. Hat er recht? Na klar. Ja, verteilt sich halt. So, es wird langsam dunkel, wie man sieht. Aber man sieht, bis jetzt. Ja. Hä? Hier ist nicht. Also. Na egal. Also, das verstehe. Manche Sachen wollen mir nicht in den Kopf. Da ist doch eine Matratze. Da kann einer drauf pennen. Vielleicht zwei. Warum nehmen die denn jetzt wieder auseinander? Macht das Sinn? Funktioniert jeder sehr, sehr gut gemeinsam. Funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gutes Teamwork, alles ist gut. Alles ist gut. Okay, die Sonne geht langsam unter. So, folgendes Problem. Wir wollen ja alle Gras sammeln, also nicht Gras hier, ne, ihr checkt. Guckt euch das an. Alles mittlerweile gefroren und Arsch und Digga, ich dachte, die Staffel wird so pussymäßig. Digga, ich hab's zu meiner Mutter gesagt, ja, ja, keine Sorge, wird Pussy-Staffel. Digga, leck Eier, das ist die härteste Scheiß-Staffel, die es gibt, Alter. Das ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt es ist. Oder ich glaube, das hat jeder gedacht, in jeder Staffel, als er realisiert hat, oh shit, das ist anstrengend hier. Ich bin hier mit, ich habe ein neuer Trikot an, ein 10 Euro dünnes T-Shirt, Thermounterwäsche, Wollpulli und Jacke und es ist trotzdem scheiße kalt. Ja, okay, neuer Trikot und T-Shirt ist jetzt, ja, was soll man machen, ja? Gibt es hier noch was, wo man helfen kann? Hugo war noch mal shoppen vorher. Nee, jetzt ist eigentlich nur noch, dass man sich irgendwie beschäftigt und sagen, so lange wie möglich wach bleibt. Also die Schlafsäcke sollten wir mal hinlegen. Okay, jetzt wird nicht mehr gearbeitet. Jetzt wird nur noch so lange... Was hat Uwe gefragt? Kann man noch helfen? Und er hat gesagt, nee, nur noch beschäftigen und so lange wie möglich wach bleiben, ne? Ja. Sag doch einfach, zwei Leute legen sich hin. Oder drei Leute, oder von mir ist auch vier Leute. Und dann wechseln die sich ab. Dann können die anderen noch was machen. Zum Beispiel Feuer. So, wir müssen noch bei den Schlafsäcken Folgendes überlegen. Es sind Kinderschlafsäcke dabei. Also, wir müssen ein bisschen abklären, wer wo reinpasst. Die, was gesetzt ist, die Carinthia bekommen die Mädels. Das ist Gesetz, das steht im Grundgesetz, Artikel Joe. Nein, macht schon Sinn. Also, wenn man Gentleman ist und so, ne? Klar, macht schon Sinn. Dann haben wir ein paar andere. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen für Joey, wo er reinpasst und Roller noch zumachen kann. Und ja, müssen. Kinderschlafsack wäre schnell geklärt. Das hast du jetzt gesagt. Nein, überhaupt nicht. Ja, aber es hilft ja nichts, wenn man den Schlafsack nicht zubekommt, das meine ich. Und diejenigen mit den dünneren Schlafsäcken kriegen zusätzlich Decken noch drüber.
Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass man so nah wie möglich schläft, einfach um seitlich warm zu halten. Also. Was? Wenn mich einer anfasst, boxe ich ihn. Das war wahrscheinlich ein Scherz. Weil auch Stefan weiß, dass Körperwärme entscheidend sein kann, wenn man kein Feuer macht. Aber erst Joey Kelly zerlegt das Flugzeug an Tag 1. Bringt mir morgen ein Schiff. So, wir haben jetzt das hier alles ab. Da die Klappe aufgemacht. Da können zwei Leute drin pennen. Es war eng. Und kalt. Es geht. Es geht. Da ist doch kalt drin, Alter. Es geht auf jeden Fall. Da ist eine Klappe. Und hier können auch zwei, drei Leute drin pennen. Wir werden jeden Tag ein bisschen schlanker. Nach 14 Tagen können wir wahrscheinlich alle in eine Reihe pennen. Wie die Orgelpfeife. Ah, ich weiß nicht. Ich würde das Flugzeug nicht. Ich würde es einfach nicht benutzen. Auf jeden Fall dicht. 100%. Müssen wir es auffüllen mit irgendwelchen Materialien. Aber das kriegen wir auch locker hin. Und wenn wir mit Erde das Ding auffüllen. Klar, mit Erde. Erde wird auch, also wird ja kalt halt, ne? Wir haben jetzt gerade die besondere Situation, dass die Sonne untergeht. Es wird bald dunkel, es wird bald kälter. Und die wollen trotzdem lange wach bleiben, so lange wie möglich. Irgendwie, wenn ich das richtig gecheckt habe. Und jetzt beginnt jetzt so langsam die Phase, wo du dann natürlich auch demotiviert bist. Wenn du ein Feuer hast, dann hast du mehr Motivation, dann hast du psychologische Wärme. So, das ist, selbst wenn es nur ein Teelicht wäre, das ist schon entscheidend. Minus 2 Grad. Da klammere ich dann Feuer. Ich reite ganz schön auf dem Feuer rum, ne? Verstehe es halt einfach nicht. So, Joe und Uwe sind unterwegs. Ja, es ist kalt wie Sau. Joe ist jetzt scouten gegangen. Ah, ich gehe jetzt im Dunkeln. Was? Hä? Ist auch okay. Scouten. Weil es ist erst mal gerade mal 18 Uhr und es ist schon kacke dunkel. Wir sind alle auf Jetlag. Und das bringt halt alles nichts, wenn wir uns jetzt schlafen legen, dann sind wir um 9 Uhr wieder wach. Alter. Okay, also warte mal. Joe und Uwe gehen jetzt scouten im Dunkeln mit einer Stirnlampe, obwohl es den ganzen Tag hell war. Die waren beide, wenn ich es richtig mitbekommen habe, noch nicht so wirklich weit vom Flugzeug weg. Für die ist es also unbekanntes Terrain. Terrain. Es ist dunkel und die bewegen sich auf unbekanntem Gelände, was nicht gerade. Das ist risikoreich, Freunde. Das ist risikoreich. Ja! Genau, ja. Ich mach den Scouter. I'm a Scouter, man! So, ich geh jetzt diesen Berg hoch. Digga. Oh, ist das kalt. Ich sehe gar nichts. Die Sonne unter. Oh. Okay, Uwe ist jetzt krass, alles morsch. Da, wo Stefan hin wollte. Okay. Mhm. Hm. Wenn ich mal Regengeschütz war. Gar nichts. Nicht mal Regengeschütz. Kann man ja ein Dach bauen. Oh. Krass. Hm. Von da bin ich gekommen. Nicht, dass ich mich verlaufe. Im Dunkeln. Beim Scouten. So unten traut, ist ein Motherfucker. Irgendwie ist es viel wärmer als da unten.
Hier ist von der Stimmung her, also von der Temperatur, viel geiler, weil hier so die Bäume dicht einander sind irgendwie. Und irgendwie ist hier ein bisschen gemütlicher. Ich kenne mich jetzt nicht aus, habe mir auch schon ein paar Reactions angeguckt. Das mit der Wärme soll wohl Täuschung sein, aber es fühlt sich wärmer an. Hugo, achso, das kommt noch. Auf jeden Fall liegt da nirgendwo Frost. So, das heißt, ein bisschen wärmer. Also, es klingt logisch, dass es wärmer ist. Stell dir mal vor, hier kommt einer so mit so einer Maske einfach mal raus jetzt. Yeah. Ja, hier ist viel gemütlicher. Viel, viel gemütlicher. Der große Vorteil jetzt, nachts unterwegs zu sein und zu suchen, ist, dass man tatsächlich Störungen unmittelbar sieht. Also hier ist vor ganz, ganz kurzer Zeit ist hier was durchgelaufen. Das ist ganz frisch. Okay, er scoutet also gar nicht die Umgebung, sondern er versucht, Tiere aufzuklären. Also wir haben hier wirklich Spuren und es gibt einige nachtaktive Tiere hier. Vor allem Possums, mit ein bisschen Glück. Possums verwenden ähnlich wie Füchse immer wieder dieselben Spuren. Also die treten immer, nehmen immer den gleichen Weg und deshalb lassen die sich relativ einfach auch fangen mit Schlingen. Und man erkennt auch Kratzspuren an Bäumen, so Reviermarkierungen. Und mit, bisschen mit Schlingen, ja. Schlingen ist, glaube ich, gar nicht mal überall erlaubt. Aber ich bin kein Jäger, ich weiß das nicht. Ich würde aber, wenn es eine reale Survival-Situation wäre, alles versuchen, um an Nahrung zu kommen. Alles. Zum Glück sieht man die sogar in den Bäumen hängen. Das habe ich noch ganz gesehen. Und kann natürlich auch relativ gut klettern. Also, aber hier ist auf jeden Fall was durch. Ah, und es war aber ein Hirsch. Ja, das habe ich schon nicht festgefroren, das ist ein Hirschwechsel hier. Ich bin jetzt hier an den Fluss runter und hier ist er relativ breit und ich habe jetzt auch unseren toten Briefkasten entdeckt. Da ist das Ding. Kurze Erklärung. Joe hat den Briefkasten entdeckt. Dieser spielt eine besondere Rolle in Staffel 4 und hat zwei wesentliche Funktionen. Erstens können die Teilnehmer hier ihre vollen Speicherkarten und defekte Technik abgeben. Zweitens werde ich im Laufe der Zeit in diesem Briefkasten Funksprüche platzieren. Diese geben Hinweise auf in der Region befindliche Gepäckstücke, die im Szenario beim Flugzeugabsturz verstreut wurden. Ein Hirschspur okay. Drauf hier ist. Also, Briefkasten bringt Informationen. Jetzt ist es so, die haben vorhin gesagt, ihr müsst nicht zusammenbleiben. Das Abspielgerät war aber, wenn ich mich richtig erinnere, beim Flugzeug, richtig? Das heißt, falls sich irgendwann jemand entscheidet, einen eigenen Platz der Gruppe zu machen oder die Gruppe sich spaltet in mehrere kleine Gruppen, dann wird der Briefkasten entweder ein strategisch wichtiger Punkt, den man kontrollieren möchte, oder die sprechen sich ab und teilen die Funksprüche untereinander auf, was ich nicht glaube, weil wenn sich die Gruppe trennt, dann wollen die natürlich den größtmöglichen Vorteil haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich eine Gruppe trennt und man dann trotzdem ganz fair alles untereinander aufteilt. Könnt ihr euch das vorstellen? Unser Prüfer ist für uns Funkspruch Nummer 1 auf einer toten alten NPC. Auf einer was?
Ey, sieht das gruselig Ach, mal aus? Musik besser. Das geht weg. Das sieht todesgruselig aus, oder? Ey, Zeit, dreh mal die Kamera. Ah ja. Oh, oh mein Gott, wow. Stimmt, wir können ja auch Selfie Julia. Machen. Ja. Hey, ist das verrückt? Wir sehen todescreepy aus. Ey, Leute, wenn wir euch so nachts begegnen würden, ne? Ich sag, ihr würdet schreiend wegrennen. Ich würde auf jeden Fall schreiend wegrennen. Da ist mehr Wahrheit dran. Na? Fazit der ersten 4 Stunden. Das Fazit der ersten 4 Stunden ist, wir waren alle sehr fleißig. Mhm. Wir haben viele tolle Pläne gemacht. Mhm. Wir haben sie teilweise gut umgesetzt bekommen. Was haben wir nicht gut umgesetzt bekommen? Feuer. Das ist eher mangelnder Ressourcen, nicht unserer Fähigkeiten geschuldet, sondern alles, was wir an herausrupfbarem Gras gefunden haben, haben wir hier großflächig verteilt. Das Wort großflächig ist hier eher das Problem. Kompakter wäre natürlich ein bisschen wärmer, aber dann haben wir halt keinen Platz. Ja, so. Sind halt immer noch 7. Stefan analysiert das aber schon ganz gut. 7 Leute, ne? Sind halt einfach immer noch 7 Leute. Und dementsprechend haben wir das für jetzt aktuell leider das Maximale rausgeholt. Mhm. Und jetzt müssen wir einfach die Dinge da harren, die da kommen und morgen auf Besseres hoffen. Weiß ich nicht, ob sie das Maximale rausgeholt haben. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich würde einfach mal ganz, ganz frech behaupten, wenn Joey nicht das Flugzeug zerlegt hätte. Also ich gehe jetzt nur von den Sitzbänken und so aus, ne? Dass er da hinten die Schlafsäcke gefunden hat, ist natürlich Gold wert. Aber wenn er dann mit den Sitzbänken nicht weiter rumgemacht hätte, sondern Gras oder Heu oder Äste gesammelt hätte, dann glaube ich, dass das mehr gebracht hätte als diese Schaumstoffmatten. Meine Meinung. Ja. Und es wird morgen definitiv besser, weil wir mehr Zeit haben, uns vorzubereiten für Feuer zum Beispiel. Ja. Mhm. Und wir werden nochmal ausdiskutieren, wo wir genau unser Quartier beziehen, ob wir tatsächlich hier bleiben wollen oder ob wir umziehen. Oder irgendwie ein Mittelding, wie auch immer. Wir werden das morgen nochmal prüfen. Heute heißt es einfach original krass durchhalten. Es gibt hier auch das gut analysiert irgendwie. Wir werden morgen nochmal besprechen. Bin gespannt, ob sie besprechen. Ich hoffe, das zeigen die diese Folge noch. Es gibt keinen Plan B. Es gibt wirklich keinen Plan B mehr. Mhm. Entweder bewegen oder frieren. Okay. Ja. Und vielen Dank für dieses Interview. Ja, gern geschehen. Ich bin raus. Tschüss. Joey, haben Sie kurz Zeit für ein kleines Interview? Ja. Wie geht's dir? Ganz gut. Ja? Ja. Du bist noch motiviert? Ja, definitiv. Was ist deine Prognose für die nächsten Tage? Schaffen wir das? Ja. Es wird aber sehr, sehr hart. Ja? Also es wird der härteste Seven vs. Wild Staffel, die bis jetzt gab. Meinst du? Definitiv. 100%. Aber du bist trotzdem gewillt, die 14 Tage durchzuhalten? Das ist mein Ziel, auf jeden Fall, ja. Die Kälte ist natürlich fies, ne? Mhm. Jetzt stell mal vor, es würde jetzt auch noch schneien. Ja, das auf jeden Fall. Tut's ja, stell mal vor, es würde schneien. Genau, es würde regnen. Tut's ja aber noch nicht. Ah. Joey, was will dich... In den nächsten Tagen ist mit Schneefall zu rechnen. Besser als Regen. Hier rausbringen. Oh ja, das ist eine gute Frage. Wenn es regnet, wenn es schneit, wenn es so kalt ist wie jetzt, was würde dich rausbringen? Ich würde versuchen zu bleiben. Kannst du dir ein Szenario vorstellen, wo du abbrechen würdest? Wenn man schwer verletzt ist. Sonst nicht? Also wirklich nur, wenn du kurz vor Abkratzen stehst. Ich glaube schon, also zumindest habe ich das jetzt in den letzten 25 Jahren bei allen Geschichten, die ich gemacht habe. Ja, das glaube ich auch. Also man hat ja in der letzten Staffel gesehen, da gab es eine ganz klare Regel, wenn einer rausfliegt, ist das Team raus und Joey hat sich einfach gegen diese Regel gestellt und einfach weitergemacht, hat sich nicht abholen lassen. Von daher glaube ich auch, das wird schon sehr schwer. Da muss schon wirklich was Triftiges sein, dass er aufhört. Ja, alles zu Ende gebracht. Das wäre kein guter Anfang, wenn ich jetzt hier abbrechen würde. Das wäre nicht gut. So, ich bin aus meiner kleinen Expedition zurück. Was macht Hugo?
Oh Gott, er ist vollkommen fertig. Was machst du da? Ist er schon eingefroren? Okay. Also das ist jetzt auf jeden Fall parallel zu dem, was wir eben gesehen haben, denn im Hintergrund hört man die gleichen Fragen, die gerade gestellt wurden. Hugo ist komplett im Arsch. Komm, du musst dich bewegen, das bringt nichts, Digga. Ja, ich bin auch todmüde, Digga. Ja, ich weiß, sind wir hier alle. Hugo ist komplett am Arsch. Der ist weg. Aber finde ich cool von Uwe, dass er versucht, ihn zu motivieren, sich zu bewegen. Bewegung bedeutet Energie, bedeutet Wärme, bedeutet aber auch Kalorienverbrauch, ne? Bist du schon im Bruch, würdest du sagen? Ja, aber besser als erfrieren. Im Loch. Im Loch. Tiefpunkt. So sieht ein Tiefpunkt aus. So sieht ein Tiefpunkt aus. Nein, ich könnte mir das niemals. Ich würde das so bereuen. Ja, same. Oh Gott, Digga, ich bin auch nicht einen Tag hier hingereist und dann einen ja. Tag hier absolut. Ey, das war ja fast zwei Tage Reise. Zwei ja. Tage Reise. Ey, Hugo, kannst du mal rücken? Hä? Kannst du rücken? Ja, beweg dich mal ein bisschen, glaub mir, ist gut. Ich hab auch Hunger, also. Ich war jetzt 5 Minuten Pause, dann gehe ich auch einmal hoch und einmal runter. Hat Hunger, okay, verstehe. Das wird mein Abend sein. Digga, habt ihr auch so einen Handygriff? Was? Dass ihr euch ans Handy greift? Also ich hab jetzt dreimal wollte ich mein Handy zucken. Echt? Krass, ja. Kannst du sehen, Alter, heftig. Kenn ich. Ich hab mal versucht, einen Tag lang auf Social Media zu verzichten. Siehst du, das könnten wir eigentlich mal wieder als Challenge machen bei die Lemkes. Und also Handy brauchte ich zum Arbeiten, aber ich wollte nur auf Social Media verzichten und ich habe manchmal unbewusst, ganz unbewusst, einfach zack, Instagram. Und dann checke ich so nach 2 Minuten, Alter, du bist gerade auf Insta, Digga. Einfach gewohnheitstechnisch, das unbewusstes Handeln, Alter, krass. Boah, bei mir fehlt die Zigarette. Als wir Gras gezupft haben, wollte ich halt Red Bull holen, ne, aber das war so, ich hatte einen Red Bull drauf. Digga, er sagt, hier ist kalt, ich schwöre dir, ist viel wärmer. Echt? Ja. Geil. Also, an unserer Stelle hätte ich das direkt zugebaut. Das hätte ich auch zu Anfang gemacht, ne. Und hier gepennt. Also, da wollte ich ja so machen, hier vorne oben alles zumachen. Aber es war noch ja, so klein, dann musstest du erstmal schrumpfen und alles ausbauen. Aber ist doch scheißegal, Alter. Einmal alles rum. Digga, ganz ehrlich, hier ist es allein schon viel wärmer, wenn du dich so hinlegst. Mhm. Digga, beste Leben. Oder hier seitlich und da noch einmal. Mit Schlafsack hier so rein, auf korrekt. Boah, dachtest du ehrlich, es wird so schwer? In der Kälte hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich auch nicht. Ich bin müde geworden. Meinst du, ich kann ihm mal so kurz einen Powernap machen? Wie spät ist denn das? So, auf korrekt, weißt du? Nee. Ja, okay. Also, Uwe will schlafen. Stefan sagt, mach doch. Also, freies Land, ne? Irgendwie zieht das hier überall durch. Wie sollen denn alle 7 reinpassen? Krass, ich werde nicht pennen. Also Sandra will im Flugzeug bleiben. Ich realisiere das gerade. Stefan sagt, passen nicht 7 Leute rein? Die Realisation ist echt. Ich gehe hier gerade hoch. Wie sind die anderen hier hoch? Also was mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen ist, ist, dass die einfach alle alleine losziehen. Alle. Ein Joe, ein Hugo, ein Uwe, ein Stefan. Alle. Einfach zack, 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 alleine los. Ich glaube, ich hätte das nicht gemacht. Ich glaube, ich habe am Anfang irgendwie mit der Gruppe gesprochen, dass man
mindestens zu zweit losgeht. Was ist denn, wenn da einer sich auf die Fresse legt? Das ist doch total steil, da haben wir überall gesehen. Das ist rutschig. Hugo hat sich in der Folge schon fast zweimal verletzt. Was ist denn, wenn da jetzt im Dunkeln sich einer aufs Maul legt? Das ist doch... Dann hast du kein... Na gut, du kannst brüllen halt, ne? Wenn du es noch kannst. Aber also ich würde da immer zu zweit gehen, ehrlich, immer. Das finde ich gefährlich. Was denn? Da hast du schon. Zack, aufs Maul gelegt. Nichts passiert zum Glück. Guck mal da. Da sind die anderen. Da. Da. Seht ihr das? Seht ihr den grünen Punkt? Da sind die anderen. Was macht er da? Okay, es ist Joe. Er hat irgendwas gesagt, ich hab's nicht verstanden. Also Classic Joe-Moment. Spaß natürlich, oder? Hast du irgendwas gefunden? Den Briefkasten. Also jetzt sind sie auf jeden Fall zu zweit. Aber Joe kam von seinem alleinigen Scouting-Trip im Dunkeln. Echt? Ja. Ist der so weit weg? Der ist da unten. Halt deine Fresse. Ja. Halt deine Fresse. Ich denke, das war nicht so gemeint, wie ich es aufgefasst habe. Kassette und Batterien. Ja, war eine Kassette drin? Ja. Oh mein Gott, geil, Content. Oh. Hugo brüllt. Ja, da sind die. Na gut, es ist eine zivile Situation. Rumbrüllen ist ja voll okay. Im Dunkeln. Beim Bund im Dunkeln rumgebrüllt, bist du natürlich auch sofort aufgeklärt. Da hinten ist jemand halt, ne? Aber ist ja hier egal. Habt ihr uns was mitgebracht? Ja. Was denn? Eine Kassette! Ah, Funkspruch! Ja, ja, oh. Kommt her! Ja. Hugo hat gerade runtergerufen, dass er eine Kassette für uns gefunden hat, der Funkspruch. Seht ihr, da ist Kommunikation. Joe rennt alleine los, findet das Ding irgendwie, trifft zufällig Hugo, Hugo ruft, Uwe versteht, Hugo hat was gefunden. Ah, es ist schon echt viel stille Post hier. Ja, komm her, lass anhören! Kassette? Joe. War beim Brief. Ja, komm, Flugzeug, wir müssen reden. Ich hoffe, da ist jetzt eine Videobotschaft, wie zum Beispiel: Digga, ein Feuerzeug ist da und da. Bruder, und dann würde ich mich selber anzünden, also. Junge, Sandra. Ja, ihr könntet, ich schwöre, ich würde so lange brennen für euch. Hol mal den Kassettenrekorder, den Rekorder. Wo ist denn der? Muss ich hier irgendwo sein. Welchen Rekorder? Der ist da drin, oder? Ich schaue es den Koffer. Okay. Ja, aber so das Draht. Ja, können wir aber schon noch verwenden. Also danach sind sie nicht leer. Also werden wir es verwenden dürfen, das Funkgerät? Ja, hat uns keiner gesagt. War das richtige Seite? Ja. Oh mein Gott, ich bin so. Nervös. So durch, ja. Ja. Oh mein Gott, Leute. Funkspruch 1. Ah. Seven vs. Wyatt. Crashed. Okay. Das war die erste Folge Seven vs. Wyatt. Ich bin spät dran, aber ich hab Bock drauf. Wenn ihr Bock darauf habt, weiter mit mir gemeinsam zu reacten, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Boah, kurze Zusammenfassung. Ich finde es super optimal, was da an Tag 1 gelaufen ist. Kommunikation finde ich nicht gut. Ich finde es gut, dass Joe Hugo was erklärt hat, als er eine Frage zu den Hagebutten hatte.
Joey Kelly Arbeitstier, zerlegt das ganze Flugzeug, schafft den am nächsten Tag ein Schiff da bitte hin. Sandra für die gute Laune, Julia eher so, ich würde sagen, die Fürsorgliche. Stefan leider gar nicht gehört worden und Uwe bisher noch ziemlich unterm Radar. Jemanden vergessen? Glaub nicht. Und jetzt der erste Funkspruch. Ich bin gespannt. Also ich hätte auf jeden Fall ein Feuer gemacht. Da habe ich, glaube ich, in der Episode oft genug jetzt gesagt. Und ich wäre im Dunkeln nicht scouten gegangen. Es ist der erste Tag dort vor Ort. Es ist immer noch unbekanntes Terrain. Die Verletzungsgefahr wäre mir persönlich viel zu hoch, dort im Dunkeln loszulaufen, anstatt das tagsüber zu machen. Die haben die Schlafsäcke gefunden und es gibt anscheinend genügend Schlafsäcke für alle, aber in verschiedenen Stärken. Allein deshalb hätte ich schon Feuer gemacht, um eine Feuerwache zu haben, um eine Rotation zu haben, um die guten Schlafsäcke auch immer wieder zu tauschen. Ne? Wasser gefunden, Wasser ist gut. Die Flugzeugflügel als Seiten benutzt. Wenn man sich entscheidet, beim Flugzeug zu bleiben, finde ich das auch in Ordnung. Aber da zieht es natürlich durch. Ne? Bin gespannt, ob die noch in den Wald ziehen. Ich würde es machen. Wir werden in Folge 2 darauf reagieren. Ich wünsche euch jetzt mal einen wundervollen Tag. Peace.